Jo, also mein nächstes Thema hat mit Technik zu tun. Technik der Gitarre. Ja. So merkwürdig, wie es auch klingt. Man fragt sich oft, warum spielen Leute oh, so wahnsinnig schnelle Teile, wie machen die das, ja? Ich denke mal, dass sie geübt haben. Ja. Und was ich jetzt mit euch mal probieren möchte, einfach mal so Grundübungen, die ich damals in meinem Studium gelernt habe, so einfach die Handhaltung auch und dann einfach bis unten hin, gleich schon in den ersten Stunden, dass man das Gefühl für das Griffbrett bekommt. Weil, wisst ihr, Gitarrengriffbrett, halt oben, ja, recht breite Bünde und nach unten werden die halt immer schmaler. Ja. Und die Hand muss da irgendwie mitwachsen, ja, sozusagen, und muss das irgendwie lernen. Ja. Wie gesagt, ich mache schon in den ersten Stunden solche Sachen, weil es grundsätzlich wichtig ist, irgendwie, wenn einer Gitarre lernen will, soll er das Griffbrett beherrschen. Das ist das Allererste. Ne? Wenn man nur komprimiert wird auf jetzt so Griffe C, F, E und so, die ganze Zeit hier oben und so, und klar, macht auch Spaß, aber das Weiterkommen und Spielen von etwas komplizierteren Stücken ist dann immer schwer. Ne? Okay. Ich mache jetzt mal diese Übung, ich mache es mit dem Plektrum. Ja. Und zwar, es ist eigentlich völlig easy und simpel. Schau mal, wie wir es drauf kriegen. Ich mache es mal vor. Es geht einfach um die Handhaltung erstmal. Ja. Ist jetzt alle vier Finger auf. Auf die ersten vier Bünde auf der fetten E-Seite. Okay? Da müssen die auch hin. Und die müssen überall denn hinkommen. Ja? Ja. Wenn man jetzt den Daumen zum Beispiel hier hat, kommt man mit dem Finger da nicht hin. Also man muss irgendwie die Handhaltung so machen, dass man mit allen vier Fingern hier schön greifen kann. Ja, schauen wir mal die Rückseite an. So ist mein Daumen da. Ja. Okay, jeder hat irgendwie eine andere Körperhaltung und Pipapo, der eine hat zum Kreuz, der andere nicht und so weiter. Wichtig ist, dass irgendwie die Hand, dass sie nicht irgendwie abgeknickt ist, ja, oder irgendwie so oder so, sondern nee, einfach ganz gerade. Ich halte mir den Arm so gerade und nehme mir einen Apfel in die Hand, ja, also virtuell. Und so gehe ich an die Gitarre. Baff, ja. So, jetzt zur ersten technischen Übung. So schlimm wie es auch klingt. Probiert mal. Erstmal diese Handhaltung zu machen. So, dass ihr alle Finger erstmal draufsetzt. Und jetzt geht ihr erstmal mit den anderen dreien weg und nur der Zeigefinger bleibt stehen. Ja? Und jetzt geht ihr einfach mal auf der Gitarre bis zum 12. Bund mit einem Finger. Ich denn da? Ich gehe von Bund zu Bund, nehme mal ganz kurz den Druck weg, wenn ich zum nächsten Bund gehe. So easy und banal diese ganze Übung jetzt scheinen mag, ist sie eben nicht, ja? Weil man lernt diese Handhaltung bis nach unten hin. Okay, das war schon mal ein Finger. Jetzt machen wir das gleiche mit zwei Fingern. Ja? Hilfreich ist immer, den Zeigefinger einfach stehen zu lassen. Ja. Der rutscht halt all von Mund zu Mund und der andere kommt dazu. Ja. Also wie man das jetzt anschlägt, ist mir jetzt im Moment völlig wurscht. Man kann es auf und abschlagen oder auch mit dem Finger zupfen. Ja. Das ist völlig wurscht. Ja. Es geht jetzt nur um die linke Hand. Logisch jetzt drei Finger. So, ihr merkt, dass ich selber
das wenig übe. Aber dennoch irgendwie, ja. Ich habe das früher mal auf meinem Arm geübt. In der Schule. Ja. Lehrer meist genervt, aber egal. Zu guter Letzt und zum Schluss das Ganze mit vier Fingern. Ja? Und da ist dann schon die Übung erreicht. Also das erste Ziel finde ich. Also Vorsicht. Geht ran und ihr werdet merken, nicht so leicht. Aber egal, ja, ich wollte ein bisschen angeben. Das wäre so die erste Grundübung, ja, für Gitarristen. So. Megabyte ist sehr gut. Ich kann noch ein bisschen. Wir machen jetzt noch eine Übung. Und zwar gehen wir jetzt einfach zum fünften Bund. Und spielen jetzt diese Übung einfach mal, ich sag mal, vertikal. Also nicht horizontal, sondern. Ja. Das heißt, Saite für Saite. Ja. Du kannst auch anfangen mit dem Zeigefinger wieder. Ja, und dann beide Finger. Mit drei Fingern. Vier Fingern. Übt das einfach, Freunde, und ihr werdet merken, so nach ein paar Tagen fangen die Finger an zu laufen. Darauf kommt es an. Ne? Muss eine gewisse Lockerheit erreicht werden und auch die Möglichkeit, irgendwann jeden Platz der Gitarre eben auch zu spielen. Ne? Und das soll sofort auch am Anfang irgendwie gelernt werden, nicht erst irgendwie nach ein paar Jahren und so, wie in vielen anderen Methoden dann erklärt wird. Nein, sofort hier üben bis unten. Ja? Man kann jetzt alle möglichen Variationen da spielen. Zum Beispiel kann man jetzt die ersten im fünften Bund zum Beispiel über drei Saiten. Ja, ich denke mir so, wenn ihr da mal so diese Übung macht, dass die Finger da fit werden, ja. Müsst anschlagen, könnt ihr mit Fingern oder mit Plektrum. Ne? Plektrum ist halt bei E-Gitarren ein bisschen besser irgendwie. Ja, ja, ich schlage ihn auf und ab oder auch nur runter. Man kann beides üben. Ne? Und also ich kann euch wirklich versprechen, wenn ihr sowas jeden Tag 10 Minuten übt, ja, ich musste leider früher 2 Stunden üben und habe mit meinem Lehrer dann richtige Gefechte gemacht. Irgendwie, wir haben dann irgendwie einer hat auf der A-Seite losgelegt mit drei Fingern, der andere auf der anderen Seite und dann haben wir da rauf und runter gedödelt und so und irgendwie hat es auch Spaß gemacht, ne? Oder in der Mensa gehockt und jeder seine Gitarre raus und dann wer am schnellsten das Ding da kriegt, ja. Ja, die Zeit ist ein bisschen rum bei mir, weil ich noch viele andere Sachen machen muss, aber ihr sollt das üben. Ne? Bei mir ist es irgendwie automatisch jetzt schon eingebaut und ja. Also tschüssi. Weiß es dann.